Willkommen zurück zur Folge 25 von The Twilight Princess. Ich befinde mich natürlich wieder im Seeschrein und in der letzten Folge, aufgrund, keine Ahnung, akuter Verkalkung, habe ich diese beiden Treppen hier übersehen. Das ist mir beim Schneiden des Videos aufgefallen. Und ich habe rumgesucht und irgendwie nicht, ich habe die irgendwie übersehen. Stand hier vor, dachte, es geht nicht weiter. In jedem Fall, was wir machen können an dieser Stelle, ist diesen Hebel betätigen. Und ich hatte ja schon mal die Vermutung geäußert, dass ich dann das Wasser, dass hier quasi dann das Wasser durchflutet wird. Und diese Theorie wird getestet und für korrekt befunden. Nachteil der Sache ist, wir kommen nicht an diese Schatztruhe ran. Also immer noch nicht. Dafür gibt es vermutlich eine Reihe anderer Dinge, die wir machen können. In jedem Fall, spätestens ab hier wird das Wasser dann zu einem eher reißenden Strom. Und wir können uns nicht mehr davor schützen, hier runter zu sliden. Wuhu! Ja, Link, ertrink ruhig. Ist völlig valide. Dafür gibt es die Möglichkeit, und ich weiß jetzt nicht, was jetzt passiert. Ich hoffe mal nicht, dass das Wasser dann wieder abfließt. Ich hoffe es wirklich nicht. Ah, doch. Also, man hat die Möglichkeit, dann die nächste Schleuse zu öffnen. Und somit fließt das Wasser dann weiter eingedicht. Und wenn mich nicht alles täuscht, also wir folgen einfach mal dem Fluss, dem Strom des Wassers hier so lang, weil erstens können wir jetzt hier durch. Das müssen wir ein bisschen smart timen, weil ansonsten gibt es Matsche. Das jetzt so smart war, weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Ja. Wenn wir uns beeilen und nicht dämlich anstellen, geht das. In jedem Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob hier unten... Genau, das Rondell dreht sich wunderbar durch die Wasserkraft. Und ich droppe hier einfach mal und verliere ein Herz. Das ist doch eine gute Idee. Nein, dadurch haben wir verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit A wird sein, ich hoffe, die Brücke ist ja in einem begehbaren Zustand durch den... Obwohl, so hoch steht das Wasser nicht, ne? Nee, das Wasser steht immer noch nicht hoch genug für die Brücke, aber das Rondell. Wir können jetzt, wenn ich mich richtig entsinne, können wir auf dieses Rondell drauf und haben dann da zusätzliche Optionen weiterzugehen. Ja. Mit einem gut getimten Sprung können wir einsteigen. Auch mit einem wie diesen mittelmäßig geteilten Sprung. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen einfach mal hier durch die Tür und zerbersten uns den Schädel am Stein. Das ist ja super. Gut, hier gibt's das hier. Was ist das? Das ist ein Schlüssel oder ein Kompass? Nee, ein Schlüssel. Ich habe die Nomenklatur dieser Truhen, wann man eine große Truhe braucht und wann eine kleine Truhe, noch nicht so wirklich geblickt. Oh. Das sieht mir nach Miniboss aus, wenn ich echt bin. Oder auch nicht. Okay. Hm. Also, das schien mir noch nicht der richtige Weg so zu sein, wenn ich ehrlich bin. Aber es gibt noch einen anderen Weg, den wir gehen können. Und zwar diesen hier, hier unten. Wir müssen also wieder im Rondell einsteigen. Und... Wunderbar.
kurz warten, bis sich das Ganze hier befindet. Sagenhaft. Aha. Schwerer als erwartet, aber das Herz kann ich gebrauchen. Okay, also hier geht's nicht lang. Hier gibt's noch. Also es ist echt inflationär mit den Rubinen. Bislang, bis auf diesen kurzzeitigen Anflug von Blindheit, kein so wirkliches Problem. Oh. Oh. Ich verstehe. Das war auch eher Zufall. Ja, super. Hier gibt's noch eine Windung irgendwo. Erstmal aufpassen, nicht gegen diese Viecher zu rennen. Kommt aus. Das nach unten. Ablegen. Schnell weg hier. Wasser läuft alles in Zeitlupe. Auch damit haben wir kein Problem. Oh. Jetzt die Frage, wollte ich da schon lang? Da wollte ich noch nicht lang. Da gab es nämlich noch einige Abzweigungen, die wir noch nicht genommen haben. Aber wo? Vielleicht ohne die Stiefel? Wie kriegt man die denn erwischt hier? So, also scheinbar nicht. Hier ist so. Also hier sind ja die Schatztruhen. Was mich jetzt verwirrt, ist was anderes. Ja gut, gut. Das war jetzt natürlich. Ich möchte im Grunde genommen. Vielleicht spreche ich mal irgendwie in ganzen Sätzen. Also. Wenn alles nichts hilft, Karte. Ich möchte hier diese beiden Querverbindungen erforschen. Wenn ich mich nicht vollständig dämlich anstelle, das in diesem Fall aber... Ah, sehr gut. Da ist es doch. Oh, das ist aber hier tricky. Alter! Hier gibt's 20 Rubine, okay. Es ist so ein bisschen Trial and Error im Moment. Also ich versuche, falls das noch nicht ersichtlich ist, in diese Aussparung hier reinzukommen. Muss man da überhaupt lang? Ich kann ja später nochmal wiederkommen.
Och Mann! Jetzt reicht's aber. Diese dämlichen Luftströmungen hier. Braucht doch kein Mensch. So, jetzt. Hier lang. Höhle. Hier komme ich her, oder? Ja. Begeisterung für die gesamte Familie. Jetzt mal oberirdisch lang. Hm? So, bis hierhin. Hier mal diese Muschel. Okay. Prima. Wunderbar. Dann schwimmen wir hier mal weiter. Bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Oh. Oh. Das sieht mir nach dem heutigen Miniboss aus. Ein wunderschönes Exemplar. Lecker. Ästhetisch wie eh und je. Lecker. Und die Schuppen. Aha. Jetzt verstehe ich, wie man dieses Vieh besiegt. Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder die kleinen Schuppenviecher. Zwei magere Ausbeute. Das Problem an dieser dämlichen Remote ist, ich schüttle dieses Teil. Hä? Ah, jetzt ist es die Zunge. Und nun? Fangstoß. Das geht also auch. An dieser Stelle. Block. Und dieses Vieh spuckt die große Schatztruhe aus. Und dann finden wir, wie soll es anders sein, den Enterhaken oder den Greifhaken, besser gesagt. An einer langen Kette ist eine Art Kralle zum Greifen befestigt. Ziele damit auf Stellen, in denen erscheinen und schieße dich dorthin. Hängst du an der Decke, klettere mit. Öffne mit Hilfe vom Hämmerhash. Und das selbstverständlich machen wir. Und das ist das Rätsel des Lösungs, was diese Viecher hier bedeuten. Also diese komischen Kreise hier. Also diese Geräte. Und. Na, komm schon. Ehrlich gesagt, dadurch, ich habe eine geänderte Konfiguration hier. Ich sitze jetzt um einiges näher an dem Wii-Sensor und deswegen ist das irgendwie so nicht so filigran geworden. Ja. In jedem Fall
Die meisten von euch werden dieses Item ja aus der Legend of Zelda-Reihe kennen. Das ist ein Item, was es, glaube ich, seit A Link to the... Nein, es gab schon vorher. Es gab schon im ersten Zelda fast schon, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. In dem Fall so richtig dann meiner Meinung nach zur Blüte kam dieses Item bei A Link to the Past, dem Super Nintendo-Titel. Ist noch nicht raus. Lasse. Ich würde sehr, sehr gerne jetzt oder zumindest sehr, sehr bald den Kompass gerne finden. Das hat folgenden Hintergrund. Ich bin ja gerade dabei, ob ich es schaffen werde, ist dahingestellt, zumindest die Dungeons 100% abzuschließen. Und jetzt kommt das Coole. Diese Viecher kann ich damit ihrer Rüstung entledigen. Nicht, dass sie vorher ein Problem waren. Gut. Ich gehe zurück in den großen Raum. Da gibt es ja einiges zu entdecken. Genau, also ich möchte alle Schatztruhen in den Dungeons finden. Und da ist dann natürlich etwas wie ein Kompass eine sehr gern entgegengenommene Hilfe. Gut. Hier ist was. Da möchte ich nämlich hin. Ich Tschüss. Der bleibt wenigstens da. Und dann kann man hier. Es ist es nicht wunderbar. Und das gibt uns natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch hier dieses Level zu navigieren. Aber erstmal, jetzt habe ich mich natürlich verfranst. Ich wollte. Genau, ich gehe erstmal noch eine Ebene nach oben, denn in diesem riesigen Rondell, wo wir eben runtergeslidet sind, das gibt's nicht, ne? Sobald ich die Rüstung von dem Monster quasi runtergerissen habe, erreicht es mich zum ersten Mal. Ah, jetzt haben wir hier Wasser. Und auch hier steigt der Wasserstand. Ob man damit schon etwas Praktisches anstellen kann, sei dahingestellt. Mann. Ein bisschen für Kopfschmerzen sorgen. Das ist doch gut. Na, komm schon. Yep. Okay. Wie ich das richtig sehe, ist unser Ziel, auch hier Wasser runterlaufen zu lassen. Also wir haben, wenn ich das richtig sehe, zwei Möglichkeiten, dass Wasser fließt. Drei Möglichkeiten. Wir haben sowohl hier eine Wasserstraße, als auch, ja gut, gegenüber. Ich glaube, das sind zwei Wasserstraßen. Zwei Möglichkeiten, wo Wasser fließen kann. Und ich glaube, sobald wir die Wassermassen sozusagen, oder den Wasserstand so weit angehoben haben, können wir zum Endboss. Aber nichtsdestotrotz, ich gehe nochmal nach oben. In diesem Level hier. Der Vorteil ist, dass ich mir natürlich dadurch, dass ich mir das hier freigeschaltet habe, komme ich hier, glaube ich, auch drüber. Oder? Nee, das ist gelogen. Aber durch diese offene Tür komme ich hier lang. Will ich da lang? Ich glaube schon.
So. Und jetzt hier. Hier kann man bestimmt hoch. Ja, oder auch so. Okay, nee, das ging nicht so wie geplant. Dafür kann man diese Viecher ganz gut damit, vor allem munitionsfrei, zerplatzen. Nein, nein. Wo möchte ich denn hin? Das ist doch mal eine interessante Frage. Ich möchte hier hoch. Da habe ich vermutlich dann doch den falschen Weg gewählt. Ich und mein weltberühmter Orientierungssinn. Nein. Können wir aber hier lang. Genau. So war das. Ich hätte einfach nur nach links gehen müssen. Aber wie gesagt, Intelligenz war noch nie meine Stärke. Jetzt kommen wir in jedem Fall aber hier weiter, oder? Okay, Moment. Hier ist falsch. Diese komischen Greifpunkte an der Wand kann man natürlich auch in diese Richtung hier nutzen. Jetzt habe ich es hier natürlich zu weit gegangen. Wo ist das denn? Hä? Blöd. Ja, scheinbar schon. Wie komme ich denn da hin? Ach Gott. Wie wär's denn hier? Das ist doch eine gute Position. Ah fuck. Aber wie geht das denn nochmal? Ich muss aus dem Stand oder beziehungsweise aus der Tatsache, dass ich da hänge, weiter. Aber wie gestalte ich das? Indem ich hier erstmal runterfalle. Hier komme ich nicht lang. Entweder das oder ich stelle mich so dämlich an. Gut, in jedem Fall haben wir jetzt einiges noch zu erkunden. In der... Ach, jetzt gehe ich wieder falsch rum. Mann, was ist denn heute los? Es ist echt nicht... Es ist echt zum Abgewöhnen heute. Warum kann ich hier nicht lang? Link? Abgefahren. Jetzt aber... Fokussieren. Wir schauen uns nämlich einfach mal an, in welchen Räumen wir noch nicht waren. Ich glaube, es ist generell keine schlechte Idee, uns um das Wasser zu kümmern. Auch da gibt es die Option, wieder zurückzugehen und mit dem Kopf die Wand einzuschlagen. Wie so häufig. Wer sich fragt, warum ich rolle die ganze Zeit, das ist in der Tat die schnellste Fortbewegungsmethode. Zumindest als menschlicher Link und ohne Pferd zur Verfügung. Gut, jetzt. Die meisten Monster, also kleine was wie Vögel oder sowas, werden dadurch getötet. Ah! El Practicablo. Wunderbar. Genau, werden dadurch getötet. Größere Gegner, wie zum Beispiel diese Spinnen hier, diese Wasserspinnen, werden, man sieht das vielleicht ganz gut, gelähmt. Und dadurch, dass das Wasser fließt, können wir hier durch. Dann würde ich sagen, mache ich das einfach mal. Und dann haben wir dieses wunderbare Teil. Jo. Eine.
Schön am Enterhaken ist, dass es eine munitionslose Alternative ist zu Pfeil und Bogen, zumindest für diese Gegner. Nur, das Problem ist, dass es keine besonders große Reichweite hat und ich kein besonders guter Schütze bin. Das ist auch ein Problem. Okay, ne, lassen wir das. Obwohl. Ja. Ja, komm. Okay. Ich sollte niemals solche Spiele wie, wie heißt das denn? Ah, guck mal hier. Warum denn nicht? Und nochmal 10 Wasserbomben. Ich finde... Also ich muss echt sagen... Nein! Mensch, Link! Kanaille! Meine Fresse! So, jetzt nochmal gescheit. So, da war noch ein Vieh. Vielleicht jetzt. So, endlich Ruhe und Frieden. Okay, kann er nicht geradeaus schießen? Wie unpraktisch. Ah. Hier passt aus dem Bildschirm raus. Und dann kann ich mich hier so sliden. Und ich hoffe, das funktioniert. Kann ich nicht hier so? Ich dachte, ich kann jetzt hier so pendeln. Dann scheinbar nicht. Das haben sie wahrscheinlich genau so eingestellt, dass man da gerade nicht hinkommt. Zumindest hier. Ja, okay, das ist gut. Wie auch immer das physikalisch erklärbar ist, ich will mich jetzt nicht darauf fokussieren. Okay, aber ich stelle fest, hier scheint es tatsächlich einfach noch nicht weiterzugehen. Denn die Distanzen, die ich hier sehe, sind für mich unüberbrückbar, ohne dass sich diese Dinger drehen. Und das sollen sie vermutlich. Und dann würde ich aber auch behaupten, das hier ist eine gute Stelle, um wieder zu unterbrechen. Und dann sehen wir bei der nächsten Folge, wie es weitergeht im Seeschrein. Ich freue mich. Bis dann.